innovative naturwissenschaftliche Verfahren und medizinische Therapiemethoden miteinander zu verbinden und auf die Art und Weise eine Brücke zu schlagen zwischen klassischer Schulmedizin und einer alternativen Medizin. Das ist genau der Anlass und das ist genau das Thema, worum es im Folgenden geht. Und es ist Gegenstand eines großartigen Kongresses, der im kommenden Jahr stattfindet. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen, diesmal aus einer wunderschönen Umgebung auf der Insel Mallorca. Im Mai 2015 finden die 6. Schwarzenberg Lectures statt. Sie sind selber Medizinerin von der Ausbildung, von der Profession her. Was ist die Philosophie, die dahinter steht? Was ist die Brücke, die dort geschlagen werden soll? Die haben Sie in Ihren einleitenden Worten bereits erwähnt. Es soll eben ein Brückenschlag stattfinden zwischen den so zahlreichen und jetzt immer häufiger auftretenden innovativen oder alternativen oder komplementären medizinischen Methoden, der Brückenschlag zur Schulmedizin. Wobei zu sagen ist, dass die Problematik darin besteht, dass obwohl die Schulmedizin in vielerlei Hinsicht wunderbare Erfolge erzielt und man nur stolz darauf sein kann, dass wir das erleben dürfen, aber auf der anderen Seite verharrt sie in einem mechanistischen Denkrahmen, der verhindert, dass solche innovative Heilverfahren oder medizinische Methoden zugelassen werden. Und das habe ich ihm als einen großen Nachteil oder ein großes Manko empfunden oder es sehr als schade empfunden, dass das den Patienten vorenthalten wird, denn das spielt sich ja immer nur in erster Linie am Rücken der Patienten ab. Und betroffen sind da in erster Linie die ganze Palette der chronischen Erkrankungen, angefangen von den Tumorerkrankungen über die neurodegenerativen Erkrankungen, Arthritis und so weiter und so weiter. Die Liste ist unendlich lang. Also es bedarf, und das ist ja eine interessante Aussage einer von der Ausbildung her einer Schulmedizinerin, es bedarf diese Brücke, um letztendlich im Interesse der Patienten aus bestimmten Sackgassen herauszukommen. Die Schulmedizin ist ja, ich sag mal, oft schon der Auffassung, dass das alles andere jenseits der Schulmedizin, naja, ich sag mal so, in den Bereich vielleicht der Befindlichkeitsstörungen oder im Bereich einer naturwissenschaftlichen Nicht-Nachweisbarkeit liegt. Das würden Sie aber anders sehen. Also, dass man naja, wie ich das schon erwähnt habe, die Schulmedizin verharrt in diesen mechanistischen Denkrahmen. Und den gibt es ja seit der Zeit der Aufklärung, ist der entstanden, wo man Geist und Materie getrennt hat. Und aufgrund dieses mechanistischen Denkrahmens ist man in seiner Gedankenwelt natürlich limitiert. Und die Alternativen oder Naturheilverfahren, die entsprechen nicht diesem Denkrahmen. Die sind anders und sie werden daher als unwissenschaftlich verteufelt. Und wenn man dem nachgeht, was diese Wissenschaftlichkeit ist, dann merkt man, es sind ein paar Sachen, die da ganz entscheidend sind. Das ist die Mess- und Wägbarkeit, die Reproduzierbarkeit, die Voraussagbarkeit. Das sind so ganz wichtige Dinge. Und in dieses Schema lassen sich die meisten oder sehr viele Naturheilverfahren nicht hineinpressen, weil sie aus einem anderen Grund entspringen. Und zwar aus einem ganzheitlichen, wo das Geistige, das Seelische sehr verbunden mit dem Materiellen ist und daraus eine Einheit entsteht und daraus ein Therapieverfahren entwickelt worden ist. Brauchen wir nach der Aufklärung quasi und der Trennung und dem zur Seite schieben des Immateriellen, auch des Religiösen, so etwas wie eine neue Aufklärung, eine weitere Aufklärung, die Ganzheitlichkeit des Menschen, auch des menschlichen Seins, des menschlichen Wesens berücksichtigt und aufgreift? Braucht es sowas? Ja, ich glaube schon, dass es das brauchen würde, weil die Grenze, die dieser mechanistische Denkrahmen gibt,
die wird ja immer offensichtlicher. Und es sind immer mehr Menschen unterwegs, die das bedauern. Und die sagen, es gehört längst ergänzt durch das Geistige und durch das Seelische. Das ist eigentlich, kann man das gar nicht mehr wegdenken. Mhm. Eine neue Aufklärung ist vielleicht etwas übertrieben, aber eine ordentliche Ergänzung zum derzeit bestehenden System, das sicher. Ja. Und dazu sollen diese Tagungen, die ich da organisiere, dienen, indem ich immer wieder die neuesten und interessantesten innovativen Heilmethoden und medizinische Therapieverfahren vorstelle. Und dabei, und das ist das Spannende bei den Lectures, die Brücke zwischen der klassischen Schulmedizin, die absolut ihre Berechtigung hat, natürlich, auf der einen Seite, und den alternativen Methoden schlägt, ohne jetzt das eine gegen das andere auszuspielen, richtig, sondern die gegenseitige Befruchtung eigentlich, richtig, zu betonen. Richtig. Ich stelle mir vor, dass im Idealfall eine richtige akademische Diskussion dann einmal stattfindet, wo man die gegenseitigen Standpunkte berücksichtigt, integriert und daraus etwas Neues schafft. Das ist ja manchmal möglich, aber in der Regel wird es blockiert. In der Regel. Ja. Sie haben auf einen Punkt hingewiesen, der für mich sehr spannend ist. Stichwort chronische Erkrankungen, dass das ein Bereich ist, in dem klassische Schulmedizin oft an die Grenzen stößt. Es gibt die Notfallmedizin, es gibt großartige chirurgische Möglichkeiten auf der anderen Seite. Warum tut sich die Schulmedizin so schwer zu sagen, Diabetes können wir nicht lösen, Alzheimer können wir nicht lösen, Rheuma können wir nicht lösen, Arthritis können wir nicht lösen. So viele Bereiche der Chronik und der chronischen Erkrankungen, da stehen wir im Prinzip am Ende. Warum tut sich die Schulmedizin so schwer, das zu akzeptieren, zu sagen, wir brauchen hier dringend Ergänzungen, Anregungen, Vorschläge, Ideen? Ja, weil die Schulmedizin da eben schon in alten, starren, althergebrachten Formen verharrt. Man probiert, gegen die diversen Symptome ein Medikament zu entwickeln und zu geben. Das hat sehr oft zur Folge, dass die Patienten unendlich viele Medikamente nehmen müssen und die Wirkung eigentlich nicht die erwünschte Wirkung nicht eintritt, sondern im Gegenteil, den Patienten geht es immer schlechter und schlechter. Und sehr oft zum Beispiel gerade bei den neurodegenerativen Erkrankungen weiß man, dass die auf eine langfristige ungesunde Lebensweise zurückzuführen sind. Das fängt möglicherweise bei den Impfungen im frühkindlichen Alter an und hört dann auf mit zu vielen Medikamenten, mit zu wenig Bewegung, mit zu viel kompensatorischem Essen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, seinen Körper selber umzubringen, selber zu vergiften. Und dann entstehen, weil das Gehirn ein sehr sensibles Organ ist und einen sehr sensiblen Stoffwechsel hat, dann entstehen solche neurodegenerative Erkrankungen wie der Morbus Alzheimer oder auch Parkinson oder auch andere Formen der Demenz. Und da wäre der Ansatz schon, dass man frühzeitig beginnt, seinen Körper wieder in Bahnen zu lenken, die seinen Bedürfnissen angepasst sind. Nicht ihn ständig zu vergiften, nicht ihn ständig zu stressen. Der Leistungsstress gehört zum Beispiel auch dazu. Ja. Unsere Leistungsgesellschaft ist ja erbarmungslos, was sie von den Menschen abverlangt. Und die chronische Stresssituation spielt auch eine äußerst negative Rolle bei der Entwicklung chronischer und degenerativer Erkrankungen. Wenn ich also diesen ganzheitlichen Ansatz betrachte, ist es auch wichtig, mal einen Blick darauf zu werfen, nicht nur wie wir leben, auch in was für einer, ja, ich sag mal, in was für einem Gesellschaftssystem. Sie haben das Thema Stress, das Thema, was dann die Konsequenzen sind, Burnout, Mobbing und all solche Sachen, die dazugehören, die uns kaputt machen. Wir müssen auch mal vielleicht wirklich grundsätzlich über unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches System nachdenken, oder liege ich da falsch? Nein, da liegen Sie sicher nicht falsch. Ich würde, das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Wenn wir imstande sind, im Gesundheitswesen
diverse neue Aspekte, was diese chronischen Erkrankungen anbelangt, unterzubringen, dann wird das bestimmt auch einen Wandel in der Gesellschaft bedeuten. Zum Beispiel, was die Situation am Arbeitsplatz anbelangt. Das ist ja nur ein Beispiel. Aber ich glaube, ein wichtiges. Ja, nicht? Absolut. Das würde in der Gesellschaft schon eine Änderung bedeuten. 13. Mai 2017, 6. Schwarzenberg Lectures, ja, in Wien, in einem wunderschönen Ambiente, in dem die Vorträge gehalten werden. Und was ist das, was uns erwartet? Erster Referent wird der Professor Pietschmann sein. Da sind wir wieder bei dem Thema Aufklärung, was wir schon angesprochen haben. Was ist sein Thema? Ja, also die nächste Schwarzenbergische Lektion steht unter dem Thema Kommunikation und Informationsübertragung. Und da beginne ich bei der Quantenphysik mit dem Professor Pietschmann, ein bedeutender Physiker in Österreich. Und er wird sein Grundsatzreferat halten, ja, indem er eben über diesen mechanistischen Denkrahmen spricht, der seit der Aufklärung über Descartes entstanden ist und der die Denkweise limitiert, wenn wir das sehr einfach, ja, so formulieren dürfen. Und er spricht gleichzeitig auch das Modell der Quantenphysik an, die schon längst erkannt hat, dass sie selbst, was die klassische Physik anbelangt, die vielen Phänomene nicht erklärt werden können, sondern dass auch da eben eine ganzheitliche Sichtweise notwendig ist. Das Spannende bei ihm ist ja, dass er sagt, dass seit dem Aufklärer Descartes, der zwischen durchaus mal Geist und Materie unterschieden hat, das Leben fehlt. Ja, das ist richtig, ja. Die Vis Vitalis, ja, die bleibt auf der Strecke, wenn man die sämtlichen Naturphänomene nur in ihre Bestandteile zerlegt, eben den Mechanismus schafft und glaubt, wenn man den dann wieder zusammensetzt, dass man dann das lebendige Phänomen erfasst hat. Ja. Dem ist nicht so. Weil das Lebendige ist mehr als nur ein zusammengesetztes Puzzlestück. Sind wir irgendwo dann doch wieder bei einer erneuten Aufklärung, wenn wir einen der ganz großen Geister und Schöpfer der Aufklärung sagen, du hast einen ganz entscheidenden Faktor dessen, was Leben ausmacht, auch sein eigenes Leben damals ausgemacht hat, den hast du einfach vergessen, nämlich das Leben selber. Ja, auf der anderen Seite hat er natürlich sehr viel bewirkt. Alles klar. Nicht? Ja, klar. Aber Sie haben recht, ja. Professor Römer ist der Zweite, der sich auch wiederum mit dem Thema Quantenphysik befasst. Was werden wir von ihm erfahren? Ja, von ihm werden wir eben erfahren, inwieweit die Quantenphysik auf andere Systeme als jene der Physik anwendbar ist. Und da scheint er ein weites Feld erfasst zu haben und wird uns sagen, wo überall Quantenphysik in der Natur vorkommt, nicht nur in der Physik. Jetzt ist, wenn die Lecture insgesamt unter dem Aspekt auch Information und Kommunikation steht, Quantenphysik natürlich überhaupt vom Verständnis her ein zentraler Schlüssel, weil wir dort, wenn ich das richtig verstehe, als Nichtphysiker das Thema Bewusstsein und die Thematik, die Bedeutung des eigenen Bewusstseins und der Information, die damit verbunden ist, mit einbeziehen, was ja für klassische Schulmedizin ein völliges, Neuland ist. Naja, die Quantenphysik mit der Verschränkung und mit eben, der Komplementarität, ja, die eröffnet da ganz neue Wege, eben neue biologische Systeme da mit einzubeziehen. Und das wird das Spannende am Vortrag von Professor Römer, ja, sein. Dr. Haffelder ist der Dritte, der sich mit dem menschlichen Gehirn befasst. Was werden wir von ihm erfahren? Ja, Dr. Haffelder hat eben eine neue Art entwickelt, das EEG zu beurteilen und zu sehen. Und zwar beurteilt er das EEG aufgrund einer
eines spektralanalytischen Messverfahrens und kann dadurch bildlich darstellen, wie das Gehirn funktioniert. Beziehungsweise mit anderen Worten stellt er dann dar, wo Blockaden auftreten und kann diese Blockaden dann in einen Zusammenhang bringen mit Störungen des Patienten, mit psychischen Störungen des Patienten, zum Beispiel Autismus oder Burnout-Syndrome oder diverse Neurosen oder Psychosen oder posttraumatische Zustände. Das kann er alles aufgrund seiner spektralanalytischen Messmethode im EEG darstellen und kann dann auch genau erklären, wo die Kommunikation im Gehirn gestört ist. Beschränkt sich das auf den psychischen Bereich oder ist unser Gehirn nicht auch ganz elementar von Bedeutung, wenn es wirklich um die klassischen physischen Themen geht? Ja, das ist nicht wegzudenken. Ja. Das alles ist eine Einheit. Und wenn im Gehirn so eine Blockade vorhanden ist, dann wirkt sich das natürlich auf den Körper auch aus. Und es entstehen ja richtige Krankheiten dadurch. Und das Neue an der Sache ist, dass man das jetzt so gut darstellen kann mittels eines EEG. Weil das normale EEG gibt niemals diese Art der spezifischen und der speziellen Auskunft. Wobei wir dann, wenn wir dann einen Schritt weitergehen sollen, ja, wir wollen natürlich nicht nur analysieren und Anamnese machen, sondern wollen natürlich dem Patienten auch helfen, in einer, ja, ich sag mal, in einem Themenbereich sind, wo das klassische Medikament oder eine Dauermedikation nicht wirklich weiterführt. Wenn ich das, was Sie ansprechen oder was Haffelder dann darstellen wird, mir vor Augen halte, muss ich auch in der Therapie ganz neue Wege gehen. Ja, die beschreitet er auch. Und zwar, seine Heilinformation geht über die Musik. Und er kann aufgrund dieser spektralanalytischen Messmethode eine Musik entwickeln, die bei den betroffenen Patienten die Blockaden löst, beziehungsweise zunächst einmal positiv beeinflusst. Und er erzielt damit große Erfolge, vor allem zum Beispiel bei autistischen Kindern. Da hat er eine ganze Menge bei sich im Institut, ja, unter Behandlung, ja, und hat prachtvolle Erfolge. Die Kinder tragen stundenlang am Tag die Hörer mit dieser Musik und der Autismus wird besser, die Aggressionen lassen nach. Das ist genau das. Nicht? Eine Aggression ist immer eine Blockade im Gehirn. Mhm. Und mit dieser Beschallung kann das nachlassen, ja, und sich verbessern. Das ist ein neuer Weg, eine Heilinformation zu übertragen. Man verlässt den biochemischen Pfad und geht auf diese Art der Informationsübertragung. Und es gibt ja in Österreich großartige Erfolge, gerade auf dem Gebiet, an die Uni Salzburg forscht, was die Musiktherapie betrifft, in einer ganz großartigen Art und Weise. Ja. Und da kommen Resultate für die Patienten zustande, die ich medikamentös nie erreichen, wenn, nein, ich mal ansetzen erreichen würde. Richtig. Das ist ein ganz neuer Weg, ein Heilverfahren zu präsentieren und anzuwenden. Ja. Einer der großen bundesdeutschen Physiker ist der nächste Referent, Konstantin Meil, eine absolute Ausnahmepersönlichkeit unter den Physikern, nicht nur was seine wissenschaftliche Tätigkeit betrifft, auch sein Mut, Themen aufzugreifen. Also da ist er für mich ein leuchtendes Vorbild. Was wird er uns bringen? Ja, ich bin auch begeistert, dass Professor Meil nach Wien kommt. Und ich hoffe nur, dass sein gesundheitlicher Zustand das wirklich erlauben wird. Professor Meil beschäftigt sich mit der Informationsübertragung über Skalarwellen und hat entsprechende Apparaturen oder Apparate entwickelt, die das machen. Und wir dürfen sehr gespannt sein. Er wird uns diese Apparate und sein ganzes System der Informationsübertragung da erklären. Und es geht wieder um das Gleiche. Es wird der biochemische Pfad verlassen und die Informationsübertragung geschieht eben über diese Skalarwellen, die mit dem Magnetfeld korreliert sind und eine ganz wichtige Rolle spielen.
und die zum Großteil noch ziemlich unerforscht sind. Also er ist wirklich ein Pionier auf diesem Gebiet. Man hat den Eindruck, grundsätzlich, aber bei ihm in ganz besonderer Art und Weise, dass der Fokus auf die Biochemie und die Chemie im Bereich der klassischen Medizin richtig und wichtig ist, aber dass gerade wenn man an ihn denkt oder auch an weitere Referenten oder auch weitere Forscher auf dem Gebiet, die Physik, die unseren Organismus nicht nur auch, sondern vielleicht sogar in erster Linie beeinflusst, immer so ein bisschen von der Schulmedizin links liegen gelassen. Es war immer so der Fokus auf den biochemischen Organismus. Ja, natürlich. Und der liegt nach wie vor liegt der auf den biochemischen Reaktionen, weil das ist auch ein Grund, wir haben die Pharmaindustrie und die hat ihre Meriten, aber sie hat auch ihre Grenzen. Ja. Und die Schulmedizin lehnt sich sehr stark auf die Pharmaindustrie, auf die Erfolge oder Erforschungen oder Bemühungen der Pharmaindustrie und lebt eigentlich davon. Und das andere wird nur sehr zögerlich zugelassen. Ja. Das ist ja eins der Probleme, nicht? Ja. Die Biochemie ist messbar, wägbar, voraussagbar, einigermaßen wiederholbar. Das gilt als wissenschaftlich und das wird gemacht. Das ist der Denkrahmen der Schulmedizin. Ja, ja. Und das Problem ist, dass da andere Sachen schlechter zugelassen oder nicht zugelassen werden. Und so kleine Bemühungen, wie ich sie probiere, wir probieren also den Brückenschlag da herzustellen, ja, ja. Indem wir wirklich interessante und kompetente Leute vorstellen. Professor Mehl ist ja in Deutschland längst anerkannt als ein ganz wunderbarer Forscher und Physiker. Nur ist er zu wenig bekannt vielleicht in Europa. Und mit solchen Veranstaltungen probieren wir diese Lücke noch etwas zu schließen. Das, was gerade bei seiner Arbeit, ich will jetzt nicht sagen, tragisch ist, aber was einfach schade ist, er ist ja einer der ganz großen Tesla-Experten, ist jemand, und mit Tesla reden wir über wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen, die ein Jahrhundert alt sind. Also die Dinge liegen nicht seit gestern auf dem Tisch, sondern Tesla hat wirklich vor 100 Jahren angefangen und dann viele Jahrzehnte fantastische Ergebnisse, fantastische Forschungen vorzulegen, die bis zum heutigen Tag, also gerade bei ihm und Konstantin Meil ist einer der herausragenden, der sich eben auch um die Forschungsarbeiten von Tesla kümmert, nicht anerkannt, nicht zur Kenntnis genommen, tapfer ignoriert werden. Ja, und so viel man weiß, liegen ja viele Forschungsergebnisse von Tesla, von Nikola Tesla im Dunkeln nach wie vor. Und Professor Mehl ist ja einer der wenigen, der sich damit wirklich befasst und das aus diesem Dunkel herausholt. Wie wir alle wissen, ist ja sehr viel vernichtet worden von seinen Forschungsergebnissen, was eigentlich unglaublich schade ist. Aber der hat sich natürlich beschäftigt mit diesen Wellen, mit den Skalarwellen, bereits vor 100 Jahren. Stichwort Skalarwellen ist auch das Stichwort für den nächsten Referenten, ein Mediziner aus der klassischen Schulmedizin von seiner Ausbildung her, Dr. Vollert. Auch da geht es um das Thema Skalarwellen. Da ist das gleiche Thema und Dr. Vollert hat eben aufgrund eines ganz spezifischen Verfahrens hat er seine Biopads entwickelt, die Heilinformationen weitergeben können. Und das sind Dinge, die vor allem in der Schmerztherapie sehr gut wirksam sind und eingesetzt werden. Und er wird uns genau erklären, wie diese Biopads funktionieren und wie das ganze System ausschaut, das dahinter steht. Da sind wir bei ihm wieder bei dem, was die Überschrift für den Lectures ist, nämlich das geht um das Thema Information. Ja. Und die Pads, die man da, wo es Probleme ist, einfach auflegen kann, sind ein geniales Beispiel dafür, wie
positive Heilinformation ohne irgendeinen biochemischen Prozess in dem Organismus zur Wirkung gebracht werden können und dem Patienten Linderung verschaffen, ohne jegliche Nebenwirkung. Das ist ja der Vorteil der Physik. Das ist der Vorteil dieser ganzen Anwendungen ohne Biochemie, ja, dass sie absolut nebenwirkungsfrei angewandt werden können und auch sehr spezifisch angewendet werden können. Das ist jetzt noch ein Punkt. Richtig. Also wir dürfen gespannt sein, wie er uns die BioPads wirklich dann vorstellen wird. Der Abschlussreferent Professor Hempel befasst sich mit einer Diagnose, aber gleichzeitig auch einer Therapiemöglichkeit, nämlich unserem Blut. Ja, und richtig. Und er stützt sich auf den BioFeld-Test von Dr. Schweizer, ja, und arbeitet mit Wellen, die in diesem Feld entstehen und weitergeleitet werden. Und das Blut spielt eine ganze Rolle, weil im Blut ist der ganze Körper in einer minimalen Form repräsentiert. Ja. Und man kann anhand der Dunkelfeldmethode wunderbar darstellen, zum Beispiel eine positive Heilwirkung. Und die geht augenblicklich über die Bühne. Das ist das extrem Spannende, wenn ich eine Heilinformation in den Organismus transportiere und dann im Dunkelfeldmikroskop mir anschaue, was sich verändert hat, muss ich nicht stundenlang warten, sondern ich sehe das sofort. Man sieht das sofort, ja. Und damit sind wir auch, um jetzt bei den Dingen, die wir schon angesprochen haben, wieder bei einer Reproduzierbarkeit, einer Messbarkeit. Ich sehe das Bild vorher, nachher und weiß, hier hat sich im Organismus was getan. Ja, also das wäre schulmedizinisch sehr äquivalent. Und ja, das ist Schulmedizin. Ja. Alles, was messbar, wegbar, reproduzierbar ist. Die Dunkelfeldmethode ist eine wunderbare Methode und ist meiner Meinung nach viel zu wenig angewandt. Ja, sie ist auch so ein bisschen in die Ecke geschoben, was die Anerkennung betrifft. Völlig zu Unrecht, ja, weil die Geschwindigkeit und die Nachprüfbarkeit und die Reproduzierbarkeit etwas ist, was allen, sag mal, Standard naturwissenschaftlichen Messmethoden sofort Rechnung trüge. Also ich kann jeden Patienten hinstellen, mache die und die Behandlung und kann es im Dunkelfeld nachweisen. Das ist ob, total genial. Ob es wirkt oder nicht, ja. So ist es, ja. Die Veranstaltung selber ist von Ihnen 2013 ins Leben gerufen worden. Wissenschaftliche Beratung, Professor Birkmeier von Anfang an mit dabei, wird auch in 2017, 13. Mai mit dabei sein? Ja, er wird moderieren. Ja. Mit Ihnen hoffe ich auch, Dr. Vogt. Gern. Freue mich sehr darauf. Und das wird sicher eine sehr, sehr spannende Tagung werden. Ja. Ganz herzliches Dankeschön für den Blick ein bisschen in die Zukunft zu einer spannenden medizinischen Tagung, die jetzt, und das ist das Besondere an dieser Tagung, jetzt nicht eine alternativmedizinische Tagung ist, sondern den Brückenschlag probiert und den auch umsetzen wird zwischen klassischen schulmedizinischen Methoden und Methoden, die ja aus dem alternativen Bereich kommen. Und ich glaube, diese Verbindung und diese Brücke, nicht, dass der eine auf den anderen abwertend schaut, das ist auch der besondere USP, um es mal marketingtechnisch zu sagen, ja, dieser Tagung, Ihrer Tagung. Ja, das ist mir auch ein großes Anliegen, dass das wirklich herüberkommt, dass es sich um einen Brückenschlag handelt, weil wir können kein Gesundheitssystem ohne Schulmedizin anstreben. Das wäre wirklich ein Blödsinn. Sondern es müssen beide Systeme vertreten sein. Und es ist in meiner Meinung das ganze System der alternativen Komplementärmedizin noch zu wenig im derzeitigen Gesundheitssystem vertreten. Und das wäre das Ziel von solchen Veranstaltungen, dass dieser Brückenschlag gewinnt, dass immer mehr Schulmediziner die Wichtigkeit dieser neuen Heilmethoden, dieser alternativen Heilmethoden erkennen und in das bestehende System integrieren. Ja. Und das
Ehrenwerte und besonders Bemerkenswerte ist, dass es sich hierbei um eine Privatinitiative handelt. Denn an und für sich, also ich sag mal vielleicht etwas kritisch in Richtung Politik, solche Veranstaltungen, solche Brückenschläge angesichts der Schwierigkeiten, die das Gesundheitswesen hat, in vielen, Sie haben das angesprochen, die chronischen Erkrankungen, zu irgendwelchen Lösungen zu kommen, wäre zentrale Aufgabe von Universitäten, von Forschung, von Politik, in aller Gesundheitspolitik müssten solche Veranstaltungen quasi jeden Monat stattfinden. Stattdessen bedarf es eben einer Privatinitiative, und das ist das ganz Besondere, dass Sie sich dieses Themas angenommen haben und damit eine Tagung organisieren, die an und für sich Aufgabe von Forschung und Politik wäre. Da haben Sie natürlich recht, das gehört bei der Universität angefangen. Die Studenten müssen darauf hingewiesen werden, dass es da noch etwas anderes gibt. Das wird viel zu wenig gemacht, in Österreich gar nicht, in der Schweiz etwas mehr. Ja, uns auch nicht. Also, und in Deutschland, viel zu wenig. Und dann die zweite Frage ist, dass natürlich auch viel zu wenig Forschung betrieben wird auf dem Gebiet der alternativen Medizin. Es sind ja auch gar keine Forschungsgelder da dafür. Die Forschungsgelder fließen immer nur in die schulmedizinischen Forschungsobjekte hinein. Da wird enorm viel Geld ausgegeben. Ohne dass es zu wirklichen Lösungen kommt. Also ich denke jetzt an die onkologische Medizin. Ich meine, jetzt wird sehr viel von der personalisierten Medizin geredet. Also so richtig einen Durchbruch kann ich noch nicht erkennen. Ja. Ich meine, es sind die Sterberaten, also wenn man sich die Statistik Austria anschaut, also so überwältigend sind diese Erfolge nicht. Aber die Gelder, die hineinfließen, die sind überwältigend. Und ich finde es eine Ungerechtigkeit, dass die komplementärmedizinischen Methoden so gar keine Forschung haben. Das sind alles, was die Referenten, die ich Ihnen da vorgestellt habe, das sind in der Regel Einzelkämpfer. Ja. Ein Professor Hafelder, der Dr. Hafelder, hat ein kleines Institut in Stuttgart. Man sieht, wie er um jeden Groschen kämpfen muss. Und das ist die Ungerechtigkeit. Wenn man solchen Menschen mehr Geld geben würde, dann könnten sie eine ganz andere Forschung betreiben. Ja. Also umso wichtiger eine solche Tagung, die genau diesen Brückenschlag schlägt. Natürlich. Und in diesem Sinne einerseits ein herzliches Dankeschön und vor allen Dingen viel Erfolg. Diese Informationen, diese Inhalte gehören in die Breite und da leisten Sie einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu. Danke sehr. Danke auch. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite der 6. Schwarzenberg Lectures, ich sage das Datum nochmal, 13. Mai 2017 in Wien in einem wunderschönen Ambiente ein. Geht auf die Seite, tretet in Kontakt und dort findet ihr das Programm, findet weitere Informationen und vor allen Dingen natürlich auch die Möglichkeit, sich schnellstmöglich dort anzumelden. Es wird eine Tagung sein, die im Zweifelsfalle aufgrund der hochkarätigen Forscher und Wissenschaftler und der spannenden Themen sehr schnell ausgebucht sein wird. Also rechtzeitig Karten sichern. In diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Das habe ich ihm als einen großen Nachteil oder ein großes Manko empfunden oder es sehr als schade empfunden, dass das den Patienten vorenthalten wird. Denn das spielt sich ja immer nur in erster Linie am Rücken der Patienten ab. Und betroffen sind da in erster Linie die ganze Palette der chronischen Erkrankungen, angefangen von den Tumorerkrankungen über die neurodegenerativen Erkrankungen, Arthritis und so weiter und so weiter. Die Liste ist unendlich lang. Also es bedarf, und das ist ja eine interessante Aussage einer von der Ausbildung her einer Schulmedizinerin. Es ist Gegenstand eines großartigen Kongresses, der im kommenden Jahr stattfindet. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen diesmal aus einer wunderschönen Umgebung auf der Insel Mallorca. Im Mai 2015 finden die 6. Schwarzenberg Lectures statt.
Was ist, Sie sind selber Medizinerin von der Ausbildung, von der Profession her. Was ist die Philosophie, die dahinter steht? Was ist die Brücke, die dort geschlagen werden soll? Die haben Sie in Ihren einleitenden Worten bereits erwähnt. Es soll eben ein Brückenschlag stattfinden zwischen den so zahlreichen und jetzt immer häufiger auftretenden. Es bedarf diese Brücke, um die letztendlich im Interesse der Patienten aus bestimmten Sackgassen herauszukommen. Die Schulmedizin ist ja, ich sag mal, oft schon der Auffassung, dass das alles andere jenseits der Schulmedizin, in den Bereich vielleicht der Befindlichkeitsstörungen oder im Bereich einer naturwissenschaftlichen Nicht-Nachweisbarkeit liegt. Das würden Sie aber anders sehen. Also, dass man wie ich das schon erwähnt habe, die Schulmedizin verharrt in diesen mechanistischen Denkrahmen. Und den gibt es ja seit der Zeit der Aufklärung, ist der entstanden, wo man Geist und Materie getrennt hat. Und aufgrund dieses mechanistischen, innovativen und oder alternativen oder komplementären medizinischen Methoden der Brückenschlag zur Schulmedizin. Wobei zu sagen ist, dass die Problematik darin besteht, dass obwohl die Schulmedizin in vielerlei Hinsicht wunderbare Erfolge erzielt und man nur stolz darauf sein kann, dass wir das erleben dürfen, aber auf der anderen Seite verharrt sie in einem mechanistischen Denkrahmen, der verhindert, dass solche innovative Heilverfahren oder medizinische Methoden zugelassen werden. Und innovative naturwissenschaftliche Verfahren und medizinische Therapiemethoden miteinander zu verbinden und auf die Art und Weise eine Brücke zu schlagen zwischen klassischer Schulmedizin und einer alternativen Medizin. Das ist genau der Anlass und das ist genau das Thema, worum es im Folgenden geht.